So, schicken wir die Leute mal mehr auf Aufträgen wieder. So, los mit dir. Ich hoffe, ein Dreier, glaube ich, zu alleine, ne? Ja. So. Zack, zack, zack. Bei dem bin ich. Ne, das sagt das Spiel schon direkt. Ne, das wird nix. Geil, gut. Oh, das gibt sogar Florin dafür. Cool. Ich kriege also immer mehr Geld dafür. Das finde ich geil. Da ist eine Dreiergruppe. Das könnten aber zwei zusammen machen. Ja. Kriegen sie auch schön XP daraus. So. Und schon sind wieder alle durch. Oder unterwegs. Volle Synchronisation. Ich sehe nichts. Danke. So, jo. Da. Kampf. Ich habe gerade geguckt, ob in den Tränen irgendwie was damit zu sehen ist von Selbstbefreiung. Aber da war nichts zu sehen. Komme ich eigentlich so weit? Kann ich mir das da hinten anschauen? Oder will mich gleich eine Grenze daran hindern, dahin zu gehen. Sieht aber schön aus hier in Rom. Der Hügel wurde nach Celius Vibenna benannt. Aber es ist unklar, ob ihm diese Ehre zuteil wurde, weil. Achso, ich hau da Kabel hin und her. Weil er den Hügel besiegelte. Ob sein Freund Servius Tullius ihm nur ein Denkmal setzen wollte. Egal, als einer der sieben Hügel Roms war der Celius während der Römischen Republik ein beliebtes Wohngebiet für Wohlhabende. Das ist endlich mal was anderes. Nicht immer nur diese schnöden Türme. Was für ein alberner Mann. Nee, wir klettern noch auf Säulen. Alter, ich hab schon wieder 13.000 in der Bank. Wie geil ist das denn? Das Geld fließt. Das heißt, Ezio hat jetzt schon wieder knapp 20.000. Ja, du scheiß Pferd. Ich weiß, du kannst nicht fliegen. Aber lass dir mal Flügel wachsen. Dann kannst du es. Oh, das Geräusch, ey. Wenn ein Pferd das dauernd macht, das mache ich nicht. Nur wie ohne Gebell. So. Auf ein kleines Gebiet. Da ist ein Arzt direkt in der Nähe. Da ist auch was zum Freischalten und dann gehen wir dahin. Quatsch. Holen wir den Arzt. Siebentausend. Heilung, Gesundheit, Egel! Rabatt bei Ärzten erhöht. Hey!
Das hast du. Kein Problem. Du hast das Kind nicht genug geprügelt. Muss ich das für Papa nachholen? Sei doch kein Fuhre. So, wo waren wir? Ich lass mich echt ungern für dumm verkaufen, vor allem nicht vom Pferd ziehen. Da geht das Pferd jetzt nicht. Hi, andiamo! Nee, die Pferde von heute. Mist, eine Grenze. Scheiße. Okay. Da dürfen wir also noch nicht lang. Dann nehmen wir uns mal den Bordschatturm. Nee, wir nehmen erstmal das da. Verdammt, da ist eine... Da ist ein Tunnel. Dann können wir den Tunnel nehmen. Gut, zurück. Scheiße. Also, was ist in euch? Jetzt, Brüder! Oh Mama, ich muss hier weg. Jetzt! War lustig. Oh, Milite. Stufe 4 sogar. Guck mal, da gehe ich jetzt auf das syrische Schwert, würde ich sagen. Da machen die mehr Schaden. Halten die mal erstmal vor, weil in Kürze werde ich einen Borgia-Turm angreifen. Ja, guck mal, die anderen sind auch schon fertig. Das geht jetzt in einer Tour. Aber kommt drauf an, die Dreier würden wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen. Hier ist der Tunnel, den ich gerne hätte.
Die braucht auch eine Weile, um mich denn hier rauszulassen. So. Also nach und nach werden die immer besser. Krass, hier sind Kreuze, hier werden Leute gekreuzigt. Moment, bevor ich hier hochkletter, ist das richtig, was ich mache? Ja. Also auf dem Kolosseum, da ist ein Aussichtspunkt. Das nenne ich waghalsig. Er muss spät dran sein. Sie, sehr schön. Was macht er denn da? Bestimmt noch höher. Seid ihr schon mal an der Außenseite vom Kolosseum herumgeklettert? Perro, das ist ja ein richtiger Turner. Glaub, da ganz hinten müsste ich ja nur. Na, vielleicht auch nicht. So, hier will ich hoch. Okay, irgendwas anderes ist hier gerade. Das habe ich schon wieder glitzern hören. Ach, das ist wahrscheinlich ganz da oben. Heilige Scheiße, ist das hoch. Boah, genießen wir erstmal die Ausblick, Leute. Also von hier oben hat man auch einen sehr guten Ausblick, muss man sagen. Drin, wo die Gladiatoren und so kämpfen. Nicht schlecht. Ist die Scheiße verfallen, ey. Und die sieht heute immer noch so aus. Noch viel schlimmer sogar. Ich wusste es. Das ist eine Flagge.
Au. Ja, ich scheiß auf den Todessprung in dem Fall. So, gut, dann werde ich den Borgia-Turm jetzt angehen. Mir aber vorher, glaube ich, einen kleinen Umweg machen. Und zwar dahin und dann zum Borgia-Turm. Ein Messer Giraldi, die das sehen könnte. Dann fangen wir, glaube ich, an mit Fall. Mit Fallhage oder einfach so? Muss ich noch schauen. So, den Borgia-Turm anzugreifen wäre auch die letzte Tat heute. Wir haben auch viel geschafft. Kaiser Konstantin I. gilt anerkanntermaßen als sehr schadenfroh. So überraschte es niemanden, dass er, nachdem er im Jahr 312 Kaiser Maxentius besiegte und den Thron bestieg, diesen Bogen errichtete, um seinen Sieg zu verewigen. Die meisten Kunstwerke an diesem Bau wurden von anderen Monumenten gestohlen und modifiziert, um deren Bedeutung zu ändern. Einige Historiker glauben, die Handwerker im 4. Jahrhundert wären einfach nicht in der Lage gewesen, solche Kunstwerke selber herzustellen und hätten diese besten Stücke von den Ruinen im Umland der Stadt zusammengetragen, um den Bogen fertigstellen zu können. Eine unerhörte Behauptung in meinen Augen, denn die Römer haben nie abgekupfert. Hast du es gemerkt? Sarkasmus. Den Pfeilhagel werde ich, glaube ich, mal gleich benutzen. So, wir nehmen einmal kurz die Level-Ups verteilen. Schon. Der ist als Assistente. Die sind, glaube ich, noch unterwegs, oder? Nee, die haben einfach noch nicht so viel Erfahrung gehabt. Ah, seht ihr, guck mal, jetzt macht sich das schon bemerkbar. Jetzt gibt es schon Unterschiede. Einige schaffen es mehr, andere nicht. Hey. Rennt das Pferd einfach an mir vorbei? Ich glaub's nicht. So, Zeit, echten Schaden anzurichten. Gesehen. Andiamo! In meinen Augen sah das gerade aus, als würde der eine. Ja. Ich bin dran. Jetzt hier unsere Schwertersammlung. Probieren wir mal. Benden.
Nicht schlecht. Ich hätte euch soeben umbringen können. Schnappt ihn im Keller, Ragazzi! Der Capo kennt keine Gnade, wenn wir ihn verlieren. Oh, die kommen im Pferd, ne? Wie geil ist das denn? Stirb, komm. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Meine Armee ist hier. Wache! Hier stehen Leben auf dem Spiel! Bitte, lasst mich in Frieden. Ist der Chef schon tot, oder? Ich bin halt, mir sicher. Kontrolle! Er greift ihn! Ja, hat nicht geklappt. Jetzt! Zuschlag, jetzt! Ich verdrück mich besser. Das ist zu viel! Jetzt! Hört, der ist weg! Nicht den Mumm dazu. Ich werde alles tun. Nur lasst mich gehen. Glück gehabt. Ich gehe besser anderswo. Oh, ist ja echt weg. Mist. Ja, die hat mich auch echt gut festgekettet, muss man sagen. Dumm gelaufen. So schwer wollte ich es nur auch nicht haben. Ach, beim Sonnenauf- und Untergang sind die wieder. Okay. Tja, das war wirklich dumm gelaufen. Dann müsste ich noch mal gucken. Was ist das eigentlich? Versteck von Romulus. Dann probieren wir auch noch mal den anderen. Könnte was am Mann sein. Oh. Sieh mir an. Au. Bei, bei! Zuschlagen, jetzt! Danke. Ja, ich hol dir deinen Kopf! Das sind die Azure. Das sind die stärksten, die es gibt.
Es gibt keine Assassinen in meiner Gilde, die stärker sind als ich. Also als Ezio sowieso, aber das sind die stärksten. Oh, ist das geil. Man hat irgendwie so ein Machtgefühl, wenn man die ruft. Muskatnuss.